Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Fitzbahn mit dem Spiel Breath of Death. Wir haben ja noch 15 Zufallskämpfe, die wir jetzt auch alle schön machen. Und ich setze gerade meine Uhr zurück, muss die natürlich nur noch starten. Und währenddessen hämmer ich einfach blind auf den A-Knopf. Und es funktioniert. Das Spiel wird natürlich nur deswegen jetzt so einfach oder relativ einfach, weil man halt die ganzen Zufallskämpfe macht. Wenn man die nicht machen würde, ist es natürlich entsprechend schwieriger, weil man halt nicht mehr so hoch im Level ist. Und von daher ist das wohl verständlich. Und da die Gegner ja halt nicht mitleveln, zumindest ist mir das noch nicht aufgefallen. Oh, Sarah ist tot. Halt, halt, halt. Dann müssen wir mal was anderes machen. Was haben wir denn hier? Random Dance. Oh, mach einfach mal. Avalanche. Das war knapp. Das war sehr knapp. Naja. Hätte ja nochmal Jod jungen. Halt, nee. Hellstorm, Magic, Avalanche, Call Horde. So. Dann kriegen wir den nächsten bestimmt auch noch hin. Nehmen wir den da mal, ne? Wird nicht. Ja. Hailstorm. Avalanche. Call Horde. Ja, in einem Zug. Da wunderbärchen. Noch 10 Kämpfe. Multistrike. Hailstorm. Magic. Avalanche. Und. Ja, scheint sehr effektiv zu sein. Laden wir uns mal wieder auf. Und dann gehen wir in den nächsten Kampf. Multistrike. Hailstorm. Avalanche. Und Call Horde. So, und die anderen kriegen wir so platt. Wunderprächtig. So. Hellstorm, Magic, Avalanche. Also bleiben bei der Strategie, die gut funktioniert. Alles andere wäre auch Nonsens. Sieben Kämpfe noch. Lala. Na halt. Magic. Jo. Sechs Kämpfe noch. Halt. Nicht so schnell. Bis jetzt bin ich recht zufrieden. Läuft ganz gut. The same procedure as every fight, Miss Sophie. Was soll man da jetzt großartig erzählen? Am besten nix. Mal aufladen. Und dann noch zwei Kämpfe. Halt.
So. Na, hat nicht gereicht für eine Runde. Eric, schon den nächsten Level up. Also Magie macht bei ihm jetzt nicht wirklich Sinn. Deswegen kriegt er einen zusätzlichen Angriff. Die übrigen haben das auch, außer dem. Ich glaube, der hat es noch nicht. Vielleicht kommt das noch. Und der letzte Kampf. Also der letzte Zufallskampf. Halt, das war Magic. Mal Call Horde. Er ist stärker. So. Jawohl, das war's. Dann speichern wir nochmal, haben wir alles voll. Und dann können wir hier in Ruhe auch die Gegend erforschen. So. Nix, da geht es auch nicht weiter. Ich glaube, das war instinktiv auch schon mal der richtige Weg. Glaube ich. Oder liege ich da falsch? Da unten wären wir ja nicht rübergekommen, genau. Da haben wir eine Kiste rechts. Da kommen wir nicht durch. Da müssen wir bestimmt hier durch das Haus. Na, komm. Das ist auch gut. Dann hier oben lang, bestimmt wieder durch das Haus zurück. Da kommen wir nicht so einfach durch. Also da unten lang. Durch das Haus. Nach unten. Gucken wir mal, da haben wir noch eine Kiste. Die hätte ich auch gerne. Mal, ob man da jetzt so einfach drankommen. Sieht gut aus. Eine gigantische Axt. War das Eric? Boah, 130 Schaden. Krass. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, diese Kiste mitzunehmen. So, und dann hatte man da oben auch noch eine. Und da sind bestimmt Tränke drin. Jo. Wir müssen wieder in das Haus zurück. Durch das andere Zimmer raus. Lasst mal. Wie machen wir das? Hier. Da. Männchen. Ne, hier bin ich da reingekommen. Da muss ich bestimmt nach hier oben durch. War ja auch der letzte Weg, wo man hergehen konnte. So, da haben wir aber nichts mehr, ne? Schauen wir nochmal. Nö. Kommen wir auch nicht hin. Dann müssen wir bestimmt hier rein. Auch keine Zufallskämpfe mehr. Eine alte U-Bahn-Station. Na, wenn nach all den Jahren, wo die Welt da schon untergegangen ist, die U-Bahn noch so aussieht, na dann. Na, kommt man nicht durch. Na, warte, ne, auch nicht. Dann sind wir auf der anderen Seite, wo auch nichts mehr ist. Und wo kommen wir raus? Gute Frage. Da unten war jetzt nichts. Nee. Da oben geht es nicht weiter. Da auch nicht. Hier schon. Dann will ich gerade mal hier in der Mitte gucken. Also an der Straße entlang, ob da vielleicht noch irgendwo was ist. Eine Kiste und ein Weg, wo wir nicht hergehen können. Heißt, dann bin ich doch schon instinktiv richtig gelaufen. Und da kommen wir nicht.
nicht durch, da auch nicht. Also durch das Haus. Gehen wir erstmal nach da. Muss ich doch jetzt irgendwie zur Kiste gehen, oder nicht? Da. Boah, nee, das war doch jetzt ein Goldstück. Puh. Da schwimmen wir ja jetzt gleich im Geld. Erstmal nach hier oben. Ein magischer Ring. Ring ist, glaube ich, für Sarah. 50-20, 50-50. Ja. Dann war das auch okay. Kommt man hier nicht zwischen den Autos durch? Doch. Nützt nur nichts. Da muss doch bestimmt auch noch was sein. Glaub nicht, dass da nichts ist. Falsch geglaubt. Da ist aber nichts. Okay. Da könnte man, glaube ich, nicht durch. Sieht zumindest so aus. Okay. Müssen wir wohl in die Kanalisation? According to Article 121.09 of the RPG Making Code, all RPGs are required by law to include at least one sewer dungeon or face several legal penalties. So here you go. One sewer dungeon. Okay, also jedes Rollenspiel muss mindestens einen Dungeon in Form einer Kanalisation haben, weil ansonsten gäbe es halt Strafe und deswegen hat dieses Spiel jetzt hier einen eben solchen Dungeon. Hier haben wir jetzt übrigens auch wieder 15 Zufallskämpfe. Oh. Nur ein... Oh, 6000... Oh, ich hätte ja doch mal besser vorher gespeichert, wa? Also, Multi-Strike. Hailstorm. Avalanche. So, halt. Machen wir das. Hailstorm. Naja, das war jetzt nicht sonderlich schwer. 28. Auch mal das. Heilpunkte könnte schon noch was vertragen. Geben wir ihm das mal. Sarah, was kriegst du denn? Solar Flare. 1760 und 440. Nehmen wir den mal. So, dann speichere ich jetzt aber auch. Und verabschiede mich für diese Folge. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Breath of Death 7. Bis dahin wünsche ich euch was. Euer Fitzbahn. Ciao.